Yeah! ProRipper für Botex Pictures! Herzlichen Glückwunsch zu 666 Likes, Jungs! Ihr habt noch nichts zu dem Skript gesagt. Habt ihr es gelesen? Ja, habe ich. Es ist eindeutig von dir. Was zum Teufel soll das bedeuten? Es ist etwas düster. Düster ist mein Stil, deswegen wurde ich engagiert. Ich bin ein Künstler, der zwischen die Beine seiner Muse taucht und dann so viel schreibt, wie seine Schreibfeder dort Blut aufsaut. In den ledernen Almanachen schwarzen sind Wappen auf das Deckblatt eines Hardcovers gestanzt. Ausgerissene Seiten verwehen im Tornado, denn meine Stimme entfesselt, ich mach sie regungs- und sprachlos. Andere Artisten haben sich im Koran verloren, ich mich in Schriften schwarzromantischer Romanautoren. Hier herrscht Vergänglichkeit, aus der nicht mal die Träume fliehen. Müsste ich mich betiteln, so sei ich der neue Nietzsche. Murmel meine Worte mantramäßig von vergilbten Blättern und erhöre meine Jünger über morsche Ouija. Ach, vielleicht vorher nochmal irgendwie sowas Religiöses. Bretter, zeig ich mich von meiner gnädigsten Seite. Könnte es sein, dass ich im aufsteigenden Nebel erscheine und sie im tiefsten Innern ihrer Seelen berühre und ihre armen Körper damit dämonisiere. Und jede Abschrift, die ich für euch gebär, ist nur ein weiteres Kapitel meines Teufelswerks. Ich schlage die nächste Seite auf, schlage mir die Kutte um, schlage mir die Scheiße raus. Ich lass die Inspiration fließen, bis ich atemlos an den Respirator schließe. Schreibe über Sterben, über Leiden, über jede Angst. Schreibe so destruktiv, es fühlt sich wie Leben an. Meine Schriften verarbeiten Erlebtes, ich lass in ihnen Hüllen fallen, denn Narben sind ästhetisch. Meine Art der Dichterei ist Kunst, sie wollen den Ripper und ich kenn mir meinen akkuraten Mittelscheitel um. Ich bin unsterblich, sobald ich schreib, aber bezahl den Preis, denn sag mir, wann geht meine Midlife-Crisis rum? Jeder Hilfeschrei verstummt, wird gefestigt auf Pergament und erscheint nach Niederschrieb so mächtig und weltentfremd. Und sobald ich noch ein Instrumental von Dr. Hull, wird das hier die satanistische Version des Gottes los. Das hier ist keine weichgespülte Mucke, denn der Beat, egal wie deep, lässt eine Eingeweide zucken. Ich kann nicht mit mir vereinbaren, was die Masse sich wünscht. In meinem Fokus stehen die Leiden aller Abtrünnige. Und sogar die können nicht begreifen oder fassen, was ich bin. Denn wie willst du Rauch ertasten ohne Gasvergiftungen? Und jeder... Abschrift, die ich für euch gebär, ist nur ein weiteres Kapitel meines Teufelswerks. Ich schlage die nächste Seite auf, schlage mir die Kutte um, schlage mir die Scheiße raus. Ich lass die Inspiration fließen, bis ich mich atemlos an den Respirator schließe. Schreibe über Sterben, über Leiden, über jede Angst. Und jede Abschrift, die ich für euch gebär, ist nur ein weiteres Kapitel meines Teufelswerks. Ich schlage die nächste Seite auf, schlage mir die Kutte um, schlage mir die Scheiße raus. Ich lass die Inspiration fließen, bis ich atemlos an den Respirator schließe. Schreibe über Sterben, über Leiden, über jede Angst. Schreibe so destruktiv, es fühlt sich wie Leben an. Bonga bonga, bonga bonga. Bonga bonga. Das machen wir für 666 Facebook-Fans. Bonga bonga, bonga bonga. Bonga. So, ich müsste sie sechs andersrum machen, ne? Nimm mal den grünen Lappen da.